Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und einem kleinen Erklärvideo. Denn ab heute bekommt ihr Affirmationsvideos von mir. Ich habe so eine ganz neue Reihe gestartet und ihr bekommt immer so circa 10 Minuten Affirmationsvideos zu ganz bestimmten Themen. Und dieses Video soll jetzt einfach nochmal einführend sein, wie ihr diese Affirmationsvideos bestmöglich für euch nutzen könnt, weil ich diesen Einleitungsteil mir quasi in jedem Affirmationsvideo gespart habe, weil ich es immer sehr schön finde, wenn man einfach direkt das Video anmacht und so direkt mit dem Audio sozusagen starten kann und dann nicht noch 5 Minuten vorher eine Litanei erklärt bekommen, wie man jetzt das Audio nutzen sollte. Also, das sind immer Affirmationen und im Titel steht immer ganz spezifisch, zu welcher Thematik die sind. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Es gibt auf jeden Fall ein Affirmationsvideo zum Thema Veränderungen. Veränderungen besser annehmen. Das heißt, wenn das ein Thema für euch ist, dass ihr Probleme habt mit Veränderungen, dann ist das das Audio für euch. Und dann empfehle ich euch, diese Affirmation regelmäßig zu hören. Unser Unterbewusstsein ist am aufnahmefähigsten am Morgen direkt nach dem Aufwachen und am Abend direkt vor dem Einschlafen. Wenn das also für euch eine gute Möglichkeit ist, dann hört diese Affirmation dann gerne 2-mal täglich. Für mich ist das immer nicht so optimal. Ich habe ja immer mittags so meine Mittagspause, in der ich mir sowas anhöre und dann mache ich das da gerne. Ihr könnt diese Affirmation aber auch hören, während ihr die Zähne putzt, während ihr den Geschirrspüler einräumt, während ihr Auto fahrt, während ihr spazieren geht, während ihr im Auto auf die Kinder wartet. In diesen Affirmationen leite ich euch nicht in eine Entspannung. Ihr müsst die Augen dafür nicht schließen. Die sind wirklich so konzipiert, dass ihr die ganz individuell genau dann und dort und dabei hören könnt, wie auch immer das am besten in euren Alltag passt. Wichtig ist nur die Regelmäßigkeit und es wirklich, wenn es geht, täglich zu hören über einen längeren Zeitraum. Weil, was passiert mit diesen Affirmationen? Das sind positive Affirmationen, eben zum Beispiel zum Thema Veränderung, Veränderung besser annehmen und beeinflussen dann durch das regelmäßige Hören euer Unterbewusstsein darin, diese Sätze zu glauben, diese Sätze abzuspeichern, nach diesen Sätzen zu fühlen, zu denken, zu handeln und dann irgendwann Veränderung viel besser annehmen zu können. Einfach nur, indem ihr diese Affirmation hört. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann guckt ihr euch natürlich zu jedem Thema auch nochmal eure negativen Glaubenssätze an. Also schaut im Vorfeld, was glaube ich denn über Veränderungen? Haben die mir in der Vergangenheit irgendwie mal wehgetan, was Schlechtes mit sich gebracht? Verliere ich die Kontrolle eventuell, wenn Veränderungen kommen? Ist es, weil ich Veränderungen nicht komplett voraussagen kann? Ist es so eine Unsicherheit? Also was steckt Negatives dahinter? Dann dieses, habt ihr alles von mir in dem Video nochmal gehört, wo es eben auch um Glaubenssätze und sowas geht. Das verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Dann wäre der nächste Schritt für sich ganz klar zu entscheiden, okay, das will ich nicht mehr denken, das dient mir nicht mehr in meinem Prozess. Und dann eben durch diese neuen Glaubenssätze, durch diese neuen Affirmationen zu ersetzen. Und wenn ihr die Audios hört und da manchmal so Sätze aufploppen, die ihr ganz besonders wertvoll findet, dann könnt ihr euch die auch nochmal aufschreiben, macht euch die in eine Handy-Notiz. Ich habe zum Beispiel mehrere Notizen im Handy mit Affirmationen. Und wenn ihr an der Kasse steht und gerade Zeit habt, lest die nochmal. Oder macht besondere Affirmationen auf Post-its und verteilt die so in der Wohnung. Ich habe das auch und man sieht das und es reicht dann schon, wenn man nur das Post-it sieht, man weiß, was da drauf steht und sich dann diese Affirmation 3-4 Mal einfach vorsagt. Das ist so der Schlüssel, um sein Unterbewusstsein mit umzuprogrammieren. Und da möchte ich euch eben diese neue Videoreihe schenken. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich hoffe, ihr habt große Erfolge damit. Und solltet ihr noch Fragen zur Anwendung haben, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch heute jetzt gleich im Anschluss an dieses Video viel Spaß mit den ersten Affirmationen und mit dem Start dieser neuen Videoreihe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!